So, willkommen zum siebten Level und dann zum vorletzten, zur vorletzten Aufnahme, ja, von der Session. So. Und wir waren gerade auf dem Heimweg. Nachdem wir nun erfolgreich ein bisschen, ja, roten Stein abgebaut haben. Wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Ah, wisst ihr was, komm. Wir bauen noch ein bisschen mehr ab. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, dann können wir die Zeit doch nutzen. Und mal ein bisschen schönen Sand hier abbauen. Stein. Das rennt hier später noch 10.000 Mal hin und her. Sage ich mal noch zwei Spitzhacken, die arbeiten wir dann komplett ab und dann reicht das. Aber eben ein bisschen hätte ich doch auf jeden Fall schon gerne. Ja. Einfach damit wir da mal ein bisschen Puffer haben und nicht jedes Mal hier durch die ganze City rennen müssen. Autsch. Die ganze richtige Schicht. Gerade so nicht. Fuck. I hate you. Das ist ja schon fast eine Melodie. So, ist auch noch eine Schicht. Witzig, dass die so Schichten bilden. Kann man schon irgendwie so ähnlich so wie nice bezeichnen, ne? Aber naja. Okay, schon wieder Zucker drin? Nee, ist auch. Hä? Ah, wow, wieder Schattenfehler. Oh, siehste, sind die beiden Hacken auch schon wieder fast kaputt? Passt doch. Haben wir aber dafür wenigstens schön viel Redstone. Also hier, roten Sandstein. Der kann uns erstmal nichts mehr im Wege stehen, was so ja, Dächerbau angeht. Ist auch schon mal kleines, kleiner Gewinn. Fuck. Mann, nun. Wie lange lebt denn die Shop hier noch? Danke. So, kann raus. Rest bleibt. Wo komme ich hier wieder raus? Hallo? Ich würde gerne. Hallo. Ich bin gefangen. Ich glaube, hier geht's raus. Das sieht mir so ausladend aus. So. Wolken gehen in die richtige Richtung. Heißt also, ich bin hier richtig. In die Richtung muss ich. Und dann einfach immer geradeaus. So wie wir herkamen. Und nur halt genau andersrum. Quasi rückwärts laufen. Also, so hier. Let's have fun.
Ich wollte nur witzig sein. Lasst mich in Ruhe. Danke, Arschloch. So, mal gucken. Ah, eine neue Gegend. Was gibt's hier zu sehen? Ach, nicht allzu viel. Ich bin immer noch so auf der kleinen heimlichen Nebenbeisuche nach. Wir haben keine Fackel, doch haben wir. Nach Eisen, aber ich glaube mal, wir finden hier echt gar nichts, was irgendwie so in Richtung Eisen geht. Oh Mann, ey. Hä? Ach ja, ist ja kaputt gegangen. Scheiße. Gut, okay. Warte, ich hab nur ein. Thanks. Na gut, rennen wir einfach nach Hause. Und gehen heulen. Holz haben wir ja. Außerdem haben wir gar keine Axt dabei. Dann kommt wieder der Dschungel. Ja, wird wieder spaßig. Der Dschungel ist ja relativ groß. So. Dann kommen wir mal wieder zur Stockerpartie. Ich könnte den Urwald aber auch umschiffen, sehe ich gerade. Na, mal gucken. Ich gehe mal aus dem Trab vorbei. Vielleicht finden wir Orte, die nicht gefunden werden wollten. Das wäre fantastisch. Was ist denn hier? Das sieht aus wie so eine Webchen-Kante. Ha. Haha. Ich steppe genau gegen neben dem Urwald. Auch ein bisschen witzig. Ist ja eigentlich etwas, womit man jetzt nicht so sehr rechnen würde. Gott, ist das hier dunkel. Hallo, ich sehe nichts mehr. Hier durch so ein Dickicht müsste man mal eine Radtour machen, ey. Bestimmt geil. Wow. Ich gehe lieber hier außen lang. Ach Mann. Hä? Hier schon Ende? Also auf dem Hinweg kam mir der Wald länger vor. Jetzt mal True Story. So, wieder schön ein paar Äpfel hier einsammeln.
Boah, kommst du jetzt mal mit hier? Hallo? Was ist denn los? Wir sind hier in Erinnerung, ja? Oh, was geht hier ab? Oha! Oha! Okay, nein, definitiv nein. Dankeschön. Na komm. Ernsthaft? Der Sackgasse. Ist doch gar nicht. Also ist da aber bei dem nicht nur Rotstein geholt, sondern auch gleich rote Äpfel. Da passt das Ganze auch thematisch zueinander. Ist doch ganz nice. So, muss ich nur gucken, dass ich noch richtig laufe. Aber es müsste die richtige Richtung sein. Ja, perfekt. Digga, Orientierung wie ein ja, wie fast eigentlich? Keine Ahnung. Eine Orientierung wie Zugvögel. So, jetzt habe ich's. Super episch, super geil, super stylisch, super super. Frage ist nur, wo ist mein Haus? Wo kommt mein Haus? Hallo? Ich vermisse mein Haus. Kann mir jemand sagen, wo mein Haus wohnt? Ich glaube, ich finde es nicht mehr. So, oh mein Gott, ein Quietscheentchen. In weiß. Ja, sowas gibt's. Ah, ich glaube, wir sind fast da. Hier vorne kommt so eine Neige und dann müsste dann direkt da vorne dann das Haus sein. Also, hier müsste gleich die Schlucht kommen. Genau, hier ist die Schlucht. Perfekt. Wo zum Geier bin ich hier? Nano? Scheiße, mein Test sieht doch alles gleich aus. Dann gehe ich mal am Strand zurück. Dann habe ich mich wahrscheinlich beim Weg zu sehr rechts gehalten. Also bin zu sehr vom Strand abgekommen. Da müssen wir hauptsächlich in die Richtung kommen am Strand. Alles andere wäre ein bisschen sehr seltsam. Außer ich bin komplett falsch gelaufen. Aber ich hoffe mal nicht. Denn das wäre komplett katastrophal. Aha, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss es doch sein. Okay, ist hier mittlerweile was gewachsen? Naja, geht so. Ist hier überhaupt was gewachsen? Der geht gar nicht gewachsen. Was soll denn der Scheiß? Arschlöcher. Gut, wir müssen aufs Dach. Easy. Wenn ich schon mal hier bin, bam, fertig. Boah, Alter, jetzt komm. So, okay. Wir waren hier, genau. So, wir brauchen, boah, Alter, wir haben über 200 Äpfel. Das ist echt nice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boah. So. Muss auf jeden Fall reichen. Also ein bisschen Kriegantrag. So, was aber jetzt erstmal wichtiger wäre, wäre nämlich was anderes. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Dinger gebaut werden. Wow. Wow. Wer sind denn die Dinger? Ach so, Wüste. Ah. Das hier brauchen wir.
Aha. Ich brauche 4 Klopf. Reicht erstmal. Ich glaube, das könnte knapp werden. Aber wir haben es ja hier sowieso im Formular drin, im Formular A38. Von daher sollte das passen. So, hier war jetzt damit, dass man das in ja, in einer ganz bestimmten Richtung anordnen musste. Ach, leck mich doch. Oh, komm jetzt ja. Digga, ich hau dich gleich hier. Doch. Okay, wie jetzt? Ich hau dich sowas von tot. Ich hau dir sowas von tot. So, das waren die, die man hier hat. Das heißt, den Rest muss ich dann 1 zu 1 drehen. 90 Grad wäre dann so. Genau, ja, genau. Okay. Das ist schön blöd. Dann brauche ich nämlich den, der da ist, zuerst. Och Mann, ey, was ist denn hier los? So, einmal hoch, einmal runter. Da sind wir. Denn hä? Nee, das passt ja gar nicht hin. Ich meine, der hier ist falsch, ja, aber auch hier unten passt. Obwohl doch passt. Alles gut. Jetzt war ich gerade ein bisschen confused. Ich muss hier nur was hinmachen, damit ich den ranbauen kann. Ach, lecker mio. Komm jetzt. Das gibt's doch ja nicht. So. Dass man die aber auch immer nur einen ganz bestimmten Winkel heraus ranbauen kann. Wobei ich hätte jetzt auch, wo ich den erst gesetzt habe, auch hier wieder mit dem Replacement Tool arbeiten können. Stimmt, aber nicht mit mir. So, hier fehlt jetzt auch noch so ein Ding. Bam. Easy. So, hier wieder kopieren, genau. Ach, brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja hier bereits fertig. Genau, ich wollte bloß hier wieder. Sowas. Das heißt also. Ja, genau. Nee, fahr doch gar nicht hin. Ach, ja, okay. Okay, doch, genau. Hier kommt eins in die Ecke. Also quasi so. Nein. Einmal so. Und dann kommt nämlich hier eins ran. Dann muss ich jetzt also erstmal hier ein platzieren. Bam. Jetzt passt das Ganze auch. Wir haben so natürlich nicht. Hallo? Ey, sag mal, wie wär's denn mal bitte hier? Danke. Ah. Genau. So, da kommt jetzt eins ran, da kommt da. Und da und da. Gut, das ist aber nicht kompliziert, Alter. So, und jetzt können wir hier wieder den kopieren. Der kommt jetzt einmal daran und einmal daran. Und den unteren kann ich jetzt wieder entfernen. So, das wäre dann der da. Dankeschön. So, jetzt kommt der gleiche nochmal mit den hier ran. Auch wieder einfach Copy und Paste. Das war falsch, nee, war richtig. So, der muss jetzt hier auch genau genommen passen. Wenn ich das hier so ran mache, perfekt, genau richtig.
Also auch wieder kopieren und einfügen. So und so und so und so. Okay, und dann kommen jetzt hier wieder die ganzen Gegenstücke. Das wäre dann einmal das hier. Den auch wieder, leck mich. Den auch wieder kopieren. Und einfügen. Halleluja, Alter. Ich stehe es echt drauf, mich selbst zu fordern. Kann das sein? Genau. So, so. Ich habe Langeweile. Aber es ist geschafft. Dach ist fertig. Jetzt müsste alles genau abschließen. Genau. Perfekt. Nice. Dach ist endlich fertig. Alter. Oh mein Gott. So. Als nächstes brauchen wir jetzt Fans. Damit, also keine Fans, die uns zujubeln, ihr wisst schon, sondern hier, ne? Gitter. Von dem, wir haben voll viel Holz. Wir haben Scheißholz. Ist ein Witz. Gut, wir brauchen, was brauchen wir eigentlich? Wir wollen Fans bauen. Das ist Sept. Achso, genau, doch. Wir brauchen hiervon ein bisschen was. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Das war schon wieder viel zu viel, aber egal. Die Fans jubeln mit uns hier so oder so zu, egal was wir machen. So, wir brauchen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ah, vielleicht 10 Fenster. So, easy. Da. Okay, wir haben doch ein paar mehr als 10 Fenster. Wie es mir scheint. So, jetzt noch oben die ganzen Dinger. Wie komme ich jetzt nach oben? Gar nicht. Ich habe ja noch gar keine Treppe gebaut. Oh, da ist noch was. Falsch. Danke. 1, 2, 3, 4 bräuchte ich. Haben wir genau 2 zu wenig. So. Scheiße. So. Okay. Jetzt muss ich nur ein bisschen hoch. Habe ich zufälligerweise in der Kiste Erde? Man kann ja hier zum Glück durchs Fenster durchgreifen. Tada! Jawohl, wir haben Erde. Sehr schön. Warum sagt das denn keiner? Och, wir haben nur noch Holz. Wir hatten noch Holz in der Hütte. Aha, hier ist 6. Sehr schön. Also seht ihr, jetzt ist auch das hier fertig. Lag also wirklich an den Blättern. Scheiß Blätter. Drecksdeppen. So. Ich pack mich einfach mal hier hoch. Tada! So, einmal da. Einmal da. So. Einmal da. Oh, komm jetzt. Ich sollte vielleicht auch noch einen Zwischenboden reinziehen, kann das sein? Und einmal da. Perfekt. Gut, damit sind die Fenster schon mal alle heile da schon fertig. Okay. Easy. Jetzt weiß ich gar nicht, wann habe ich die Aufnahme gestartet. Habe ich die halb oder dreiviertel gestartet? Wie lange geht die Aufnahme schon? Ich glaube, man geht der Aufnahmedatei. Von der Größe her dürfte das 3 Stunden bereit sein, ne? Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich in dem Moment und ja, dann machen wir nächste Folge mit dem Feld weiter. Mal gucken, was noch so anliegt. In dem Sinne, schau mit V.